Hallöchen und willkommen zurück zu Redemption Cemetery, der Fluch des Raben, wo ich heute mal versuche, mit einmal durchzumachen. So, wir haben das Wimmelbildchen abgeschlossen, die Falltür öffnen können und jetzt wollen wir mal gucken, was sich da drin verbirgt. Nochmal zwei Seelenverwandte. Eine kaputte Spitzhacke. Die wäre nützlich, wenn sie richten. Wenn ich sie richten könnte. Okay. Passt sogar. Ein Nagel. Jetzt wird nur noch der Hammer. Tank. Und wir haben eine Spitzhacke. Oh, ist das nicht schön. Was ist das denn? Bajonett? Okay. Oh, eine Gussform. Sieht zu gebrauchen aus. Oh, was haben wir denn hier? Schon wieder. Kerzenhalter, Handabdruck, Frankreich und Knoblauch. Das sieht mehr aus wie London. Oder Großbritannien. Was war das? Ich weiß jetzt gar nicht. Das war von auf jeden Fall von Großbritannien. Aber das war nur eine Karte. Ach, da unten Frankreich. Ha 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 ha. Ihr mich auch. Handabdruck, Kerzenhalter. Okay. Handabdruck, wo willst du denn? Ach, den Handabdruck. Das könnte ein Kerzenhalter sein, oder? Erste Kerze, ein Kerzenhalter sein, oder? Keiner. Eine Kette. Ach, die habe ich auch gebraucht. Auch nicht schlecht. Oh, du kommst ja früher wie geplant. Na? Wo ist Mama? So, hier haben wir einen Kerzenhalter. Brauchen wir noch Knoblauch. Ah, Knoblauch haben wir da oben. Ein Speer, ein Ei. Ein Speer haben wir hier. Ein Ei, ei, ei. Was ist das denn? Ach, das geht als Ei durch. Goldmünze? Okay. Drei Pfeile. Ein Pfeil. Super. Zweiter Pfeil. Fächer brauche ich auch noch. Der Fächer war hier. Ah, das ist der dritte Pfeil. Und ein Messer. Messer, Messer, Messer. Nope. Nope, da ist auch kein Messer kleiner. Ach, das Messer. Maske? Müsste das Ding sein, ne? Oh, noch ein Seelenverwandter. Den habe ich mit der Maske gar nicht erkannt. Oh Mann. Hat er noch vorher Karneval gemacht, dass er hier, ist er währenddessen, während Karneval hier verreckt oder was, ne? Krone, Knopf und ein Krebs. Oh, Mr. Krebs, Mr. Krebs. Wir brauchen dich. Oh, da ist der Knopf. Es läuft. Goldmünze. Die Kugel kriegen wir da, glaube ich, noch nicht raus, oder? Nee, warte mal. Spitzhacke. Oh, eine Kanonenkugel. Was? Mit den anderen Sachen klappt es nicht, aber mit der Spitzhacke. Klärchen. So, was war da jetzt dabei? Ein Wappen, ne? So, mit dem Wappen können wir was... sieht so aus, als wenn es hier reinkommt. Okay. Sollen wir... da jetzt irgendetwas rausfinden? Gucken wir einfach mal. Sieht gut aus. Sieht weitestgehend gut aus. Sieht auch gut aus. Sieht gut aus. Oh! Sieht gut aus.
So, jetzt können wir da rein, okay. Was ist das denn hier? Aha. Werwolf. Im Buch steht, dass man Werwölfe mit Silber tötet. Ich benötige ein Gewehr mit einer Silberkugel. Ach echt, benötigst du das jetzt auf einmal? Ich habe im Schloss ein Buch gefunden. Dort steht, dass man Werwölfe mit Silberkugeln erschießt. Ich muss irgendwie eine herstellen. Eine Gussform haben wir ja schon mal, wie es aussieht, ne? So, was brauchst du denn hier? Diesem Ritter fehlt ein Schwert. Oh. Was ist das denn? Rätselscheibe. Jo. Wo ist die Frau denn nur wieder hin? Wahrscheinlich wieder eine rauchen. Okay, eine Rätselscheibe. Da fehlt noch eine. Ach, Lena. So. Nee. Kannst jetzt nicht hier hoch. Nee. Was haben wir denn hier? Kommt irgendwas rein, wie es aussieht, ne? Man muss wohl etwas in diesen runden Tisch, runden Aussprachen ablegen. Echt jetzt? Okay. Das Buch bestimmt nicht. So, was ist das denn hier? Das ist ein leerer Platz für ein Buch. Oh, noch eine Rätselscheibe. Was ist da? Was kommt denn dabei raus? Schade. Ach komm. Ach, beim letzten Mal hatte ich so viel Glück in diesem Ding gehabt hier. Jetzt komm schon. Yeses, nee. Da habe ich wirklich alles auf Anhieb gehabt. Das ist so zum Mäuse melden. Wenn es läuft, dann macht irgendwas anderes alles futsch. Ich hätte das schon längst fertig gehabt. Es ist wirklich mies. Okay. Musst du nur mal kurz gucken, was er da in der Hand hält. So, ein Edelstein. Das ist ja nicht schlecht. Und noch ein Wimmelbild. Wow, es läuft doch. Ach so, ein Seepferdchen. Ich wollte schon sagen, Seeköpfchen, was? Die Münze werden wir wahrscheinlich brauchen, weil... Ah, das ist Seepferdchen, gut. Kerzenhalter. Spazierstock. Sieht mir aus wie ein Spazierstock. Kerzenhalter? Ich wollte einfach nur mal gucken, ob das geht. Kerzenhalter, okay. Liegt hier irgendwo ein Stock rum? Hm? Liegt hier irgendwo ein Stock rum? Das kann doch nicht sein. Was soll denn dieser verfluchte Kerzenhalter schon wieder sein? Jo, da ist ein Kerzenhalter, oder? Ja, genau. Schiff, Waage, Adler, Brief. Ein Schiff. Ein Adler. Eine Waage. Kein Brief, noch ein Brief. So. Schnecke, Schnalle, Krawatte. Eine Schnecke. Ich glaub, das müsste Schnalle gewesen sein. Hatte ich auch erstmal gesucht gehabt, ja. Das war mal was. Eine Krawatte. Da ja. Fernglas. Muschel, Fächer, Schirm. Ein Schirm? Achso. Ja. Man muss mal vor sich gucken, ne?
So, ein Fächer. Oh, Muschel. So, eine Goldmünze für die Armen. Yeah. Und das? Wir brauchen eine Kugel aus Silber für das Gewehr. Okay, neues Wimmelbild. Was brauchen wir denn? Handschuh, Blasebalg, Tischtuch und Kleeblatt. Oh, gut. Okay, gucken wir. Tischtuch. Blase? Achso, Blasebalg. Gut, da haben wir. Handschuh. Haben wir hier? Kleeblatt. Mitnichten, wie es aussieht. Brauchen wir vielleicht auch noch einen Mond? Wenn wir schon einmal dabei sind. Nee? Oh, tut mir aber leid. Eine Motte. Das könnte auch ganz gut ein Schmetterling sein, das Ding da oben. Ein Hahn. Ein Wetterhahn am besten. Auto haben wir hier. Und einen Hut. Ein Hut, der tut gut. Oder so in etwa, ne? Wo soll denn der... Da ist ein Hut. Der würde mir auch gut tun, ne? Also wenn ich so einen Hut hätte, der würde mir sehr gut tun, ne? Ja. Kleeblatt, Kleeblatt, Kleeblatt. Wo soll denn... Hier, bitteschön. Kleeblatt sein. Ach, auf der Tasche. Sagt das doch gleich mal einer. Edelstein. Könnte der sein, ne? Gargoyle. Müsste der hier sein? Skorpion. Okay. Skorpion, als Skorpion oder Stern? Ja, Skorpion. Eidex. Die Eidex haben wir hier. Eine sandige Uhr. Eine Spinne haben wir hier. Die krabbelt da fröhlich vor sich hin, wie wir sehen. Ein Lineal. Habe ich mich auch gefragt, was die da früher für ein Linealer. Lineare haben. Und eine Maske brauchen wir noch. Wieder? Echt jetzt? Ein Edelstein. Noch einer dafür. Oh, was ist das denn? Oh! Das ist ja mal sehr hilfreich. Dies sind Anweisungen zum Schmieden einer Silberkugel. Oh! Da ist Holz. Okay, ich glaube, das war's hier, ne? Sieht gut aus. Sehr gut, Zucker. So, das Holz können wir dann gleich mal hier reinlegen. Dann das Feuer dazu. Ja, irgendwie müssen wir den Blasebalg noch niederknüppeln. Was können wir denn noch machen? Nee, oder? Irgendwie müssen wir das Schloss aufbrechen. Ah, okay. Und dann geht's auf. Auch nicht schlecht. Oh, Beutel mit Silbermünzen. Die liegen hier immer noch tot rum. Ist immer noch nicht sehr... So. Wir kleben es nicht, wir nähen es fest, ne? Jetzt kann ich eine Silberkugel herstellen. Yeah. Die Form müsste, glaube ich, hier rein. So. Ah, das macht er selber. Und wir haben unsere Silberkugel. Oh, ist die nicht schön geworden. So, ich habe eine große Kugel und eine kleine Kugel. Der große und der kleine Bruder. Oh. So.
Also, wir müssen jetzt das Gewehr zusammenbasteln. Mit dieser schönen Kugel. Okay. Okay, das ist Schießpulver. Wie machen wir das? Nee, klappt nicht. Okay, das ist die Kugel. Und dann wird drauf gehämmert. Okay. Und wir haben eine Pistole. So, aber wieso die hier auch immer eine Pistole im Tisch versteckt haben? Wieso, du ausgerechnet nur diese eine Pistole nimmst du nicht die anderen, die da in der Waffenkammer liegen? Puff! Der liegt aber schnell. So, ich glaube, der ist tot. Der auch. So, was ist das denn hier? Riechsalz. Impfstoff. Oh, wir haben den Impfstoff gefunden. So. Okay. Ich habe eine Anleitung zum Herstellen von Silberkugeln gefunden. Ich kann in einer Schmiede eine Kugel aus Silber herstellen. Ich habe die Medikamente für die Kranken beschafft. Wenn ich den Kutscher wecke, kann er sie ausliefern. Dementsprechend müssen wir uns nicht die Finger schmutzig machen, ne? Das ist doch auch was. So, Medikamente. Was haben wir da? Ein Riechsalz und Impfstoff. Ich möchte ihn noch nicht aufwecken. Ich muss ihm erst den Impfstoff verabreichen. Okay. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, verabreichen. Hm. Thank you. The medicine reached the town and saved many lives. My soul is free now. There is something at my grave that should be able to help you. Oh, das verändert sich aber alles hier so richtig schön. Was ist mit der Statue los? Wow, selbst die. Geil. So, der hat gemeint bei ihrer Statue. Was ist das hier? Eine Rabentafel? Okay. Der Fluch des Raben. So, wir haben jetzt die Rabentafel erhalten und können jetzt sie hier. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Oh, die Toten. Mit Torschlüssel. Das war's? Das war's? Wow. Fortsetzung folgt. So, das war's dann also mit Redemption Cemetery, der Fluch des Raben. Irgendwie. Achso, man kann auf mitwirken. Deswegen. So. Ich muss im Ganzen sagen, dass das schon ein, ja, schönes Wimmelbildspiel ist. Auch mit einer interessanten Geschichte dahinter. Aber was mich halt so ein bisschen wundert ist, leben wir eigentlich noch oder sind wir nur ein Geist? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das Problem ist jetzt nur, ich kann das extra nicht spielen, weil ich keine Sammler-Edition diesmal holen konnte. Wir sind da ein bisschen sehr knapp bei Kasse. Vielleicht kann mir ja jemand anders sagen, was da drin vorkommt. Ja, sonst. Wie schon gesagt, das ist wirklich ein schönes Wimmelbild-Let's Play. Also Wimmelbild-Spiel meine ich. Let's Play. Und der Kleine schreit mal wieder hier fröhlich durch die Gegend. Ja. Die Wimmelbilder sind wirklich noch so gemacht wie bei den etwas älteren. So, dass du wirklich
viele Sachen hast. Nicht so wie bei diesen neuen. Die neuen sind natürlich auch nicht schlecht. So, dass du mit einer Sache eine andere freischaltest oder so. Die finde ich auch noch sehr interessant. Oder dass du halt, aber die sind dann meistens mal ein bisschen zu leicht gemacht. Dass du halt so Gegenstände suchen musst, die dann zusammengefügt werden und dementsprechend einen einzelnen Gegenstand rauskriegst. Aber da brauchst du dir meist nur merken, was passt nicht zur Karte und dann war es das schon. Das ist halt wiederum der Nachteil dabei. Dass das Game hier sogar jedes Mal andere Wimmelbildstrukturen hat, finde ich schon mal sehr interessant. Also wenn hier mehrere das Spiel spielen, kann keiner bei dem anderen abgucken. Ja. Na, Kleiner, was ist da los? Sonst, ja, freue ich mich natürlich auf den nächsten Teil und hoffe natürlich, dass ihr mal ein bisschen Aufschluss beikommt. Ob wir jetzt tot sind oder noch leben nach diesem Unfall. Das ist wirklich eine sehr gute Frage, die ich mich hier gerade stelle. So, ich hoffe natürlich, dass euch das Let's Play gefallen hat. Und würde mich natürlich sehr freuen, dass ihr bei einem anderen Let's Play mal dabei seid. Dann wünsche ich euch nach wie vor mal wieder einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis irgendwann einmal. Euer Davilu und tschüss.